Servus Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong! Jetzt, das zweite Schinkenbrot lebt nicht mehr vor allem. Und meine Eisteeflasche ist auch leer, habe mir hier eine neue parat gestellt. Ich hätte hier sogar noch was anderes getränkemäßig, nämlich eine Cola! Genau, zusammen sind jetzt drei Flaschen. Die da aufpassen sollen. Ja, drei Flaschen Cola. Und, ich trinke genauso gern wie mein Vater Cola, also wie mein Vater sie auch getrunken hat, weil ihr wisst ja, dass, also einige von euch wissen ja, dass mein Vater leider nicht mehr am Leben ist. Nein! Ich wollte den Hebel betätigen, aber ich habe die Taste gedrückt, aber irgendwie ist nichts passiert. Egal. Ja, ich trinke genauso gerne Cola, wie er sie auch getrunken hat, nur im Gegensatz zu meinem Vater trinke ich nicht so oft Cola. Okay. Weil er hat sie oft getrunken, so oft, dass sie eben die Finger bekommen hat. Und bei mir ist das nicht der Fall, weil ich trinke selten Cola. Ich trinke sie gern, aber ich trinke sie selten. Eigentlich trinke ich sie nur, wenn ich zum Beispiel unterwegs. Du Sack. Eigentlich trinke ich sie ja nur, wenn ich unterwegs bin, irgendwo in einem. Ja, okay, ich verstehe. Wenn ich unterwegs bin, irgendwo in einem Gasthaus oder so. Habe ich Blödsinn gemacht? Ja, eigentlich trinke ich sie. Ich hoffe, das geht. Gut. Oh. Eigentlich trinke ich sie nur, wenn ich unterwegs bin im Gasthaus oder ja, auswärts. Cola selber kaufen mache ich eigentlich eher selten. Scheiße. Geht sich doch zeitlich nie aus. Zieh doch! Jetzt ist immer noch da unten. Moment. Na, jedenfalls trinke ich gern Cola, aber ich trinke es selten. So, das wollte ich sagen. Ich habe eine Idee. Ja, und warum habe ich die Cola überhaupt gekauft, wenn ich sie so selten trinke? Ja, ich trinke sie gern und so weiter, aber... ja, mein Bruder leidet ja immer noch an dieser Magen-Darm-Grippe. Und nicht nur wegen Gekotze und so weiter, weil da gehört ja noch was anderes dazu, nämlich... Durchfall und gerade Cola soll ja da sehr gut sein, wenn man an sowas leidet. Auch Soletti bzw. Salzstangen, Soletti ist ja nur die Marke, die helfen auch richtig gut, weil die stopfen eben, genauso wie Cola. Und ja, Im Sommer trinke ich generell keine Cola, weil ich krieg sehr schnell davon dann Bauchschmerzen. Vor allem, wenn ich zu viel davon trinke. Das ist auch der Grund, warum ich im Sommer fast keine Süßigkeiten esse. Oh, zwei Leben, danke. Weil, ich weiß nicht, im Sommer habe ich einfach keine Lust auf Süßigkeiten. Vor allem, im Sommer spielt mein Kreislauf sowieso verrückt und wenn ich da was Süßes esse, dann spielt er noch verrückter. Ach nee, Bastelstunde hier. Oh je, das kann was werden. Okay, Wie mache ich das? Ich
eine Sprungfeder, ich habe das hier. Das. Du wirst erst das. Na, wo pflanze ich es hin? Das ist, glaube ich, zu hoch, oder? Verdammt! Oioioi. Warte, ich fange jetzt mal hier hin, um mir einen Überblick zu verschaffen. Einfach nur die Tür. Jetzt kann ich gerade nicht einen Schlag aus meinem Leben erzählen, weil jetzt muss ich nachdenken. Es ist jetzt 5 Uhr morgens vorbei und in dieser Zeit ist das nicht mehr ganz so einfach. Zum Glück ist heute Samstag. Okay, was pflanze ich wohin? Shit. Oh, gut. Oh, nein, der Hut. Ach, egal. Hat sogar ein gut Hut. Na, alles Wurst. Oder Schinken in meinem Fall. Lecker. Ich habe schon wieder so Heizung auf Schinken. Ich habe gerade was gegessen. Ah, oh, dieser Toastschinken, der macht süchtig. Okay, da ist die Tür, da bin ich. Okay. Der Schlüssel ist da, da oben muss ich hin. Was macht das hier? Oh Gott! Jetzt habe ich nicht darauf achten können, was der Hebel noch macht. Das Spiel heute durchspiele? Wahrscheinlich nicht. Hau ab. Okay, es geht auf. Das bringt aber nichts. Ich muss erst mal überlegen, wo was hinkommt. Oh, verdammt. Das kann man gar nicht tun. Ja. Okay. Mal das hier. Mach doch. Dummer Mario. Hier ist es, oder? Ich
rumprobieren. Gut. Ist das eine Sprungplattform? Ich kann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich muss nur so. Oh. Die da oben. Hä? Jetzt ist das Ding da oben. Das Ding muss doch irgendeinen Sinn haben. War es nur für Bonuszeug. Ja, es geht. Oh shit. Oh gut. Skill. Ja. Ja, mir egal, wo es jetzt hinkommt. Ja, Musik ändert sich gar nicht. Oh. Ja, langsam dauern die Level etwas. Ich möchte gerne 3, wenn es geht. So, ich habe jetzt auf der 2 links unten gedrückt. Und der geht einfach auf die 1. Okay, 2 davor, das heißt, ich hätte... Ja, egal. So, Donkey! Du schmeißt mit Erfahrung in den Schädel. Oh nein! Oh, das war Luck. Er ist Pharaoh-Man, das heißt, ich bin Dingens hier. Ja, ich bin Pharaoh-Man, das heißt, er ist Ring-Man. Weil er anfällig gegen Pharaoh ist. Moment, er schmeißt das selbst Pharaoh, das heißt, irgendwie wird es so Mega Man 3-like. Dass die Waffe von dem jeweiligen Robot-Master gut gegen ihn selber ist. Außer bei Metal Man, weil... Ist ja nur bei Metal Man so im zweiten Teil. So, jetzt reicht's die Waffe. Komm her. Da. Hau dir meinen Pharaonenschädel. Meine Pharaonenschädel vor allem. Vor allem diese komischen, Dings, die Pharaonenköpfe da um den Kopf haben. Was sie symbolisiert als Pharaonenköpfe, logischerweise. Ihr wisst schon, diese Streifen da. Sowas ähnliches hat auch Assassin in seinem Kopf. Deswegen erinnert er mich irgendwie an eine ägyptische Gottheit, aber er ist kein Gott. Er ist, ich glaube, er ist so ein Dämon oder so. Vor allem ist er ziemlich mächtig und cool. Aber der hat auch so einen Pharaonenschmuck. Und Assassin ist ja ein Name von. Was war Assassin nochmal? War das ein gefallener Engel? Ich habe den Namen schon mal gehört. Also Assassin. Also A-Z-A-Z-E-L. Wenn ich es jetzt richtig buchstabiert habe. Wenn ich gucke durch Text 6 an, da der Endboss, der ist gemeint. Das Name. So, das ist. Was ist das? Schiff, Flugzeug meine ich. Es ist, glaube ich, ein Erzengel oder ein gefallener Engel ist es, glaube ich.
Naja, jedenfalls, wer es weiß, wer Azazel ist, darf woher auch Gegenwind. Also, woher der Name ist, ihr wisst, was ich meine. Wer oder was ist Azazel? Ein Engel, ein Dämon? Ein gefallener Engel? Der blöde Gegenwind nicht mehr. Und da ist der Schlüssel, da ist die Tür, das ist ja einfach. Ich weiß wegen dem Bonuszeug und so, aber das brauchen wir nicht. Oh nein, ich habe meine Schnauze zu voll genommen. Ich werde sterben. Leck mich. Ich muss den Wind ausnutzen. So viel dazu. Keine Ahnung, wie lang das Spiel ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht allzu lang ist. Deswegen würde ich mal raten und sage, ich brauche 10 Parts für das Spiel. Nein! Fast das Hirn rausgeschissen. Und jetzt bitte nicht failen. Und wenn ich da lande... Nein! Du Hure! Nimm doch den Kack! Ja! Lass dich nicht wegwehen. Von Winde verweht. Willst du mich verarschen? Hallo! Komm schon! Ja! Langsam stetig. Langsam mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das Orchkatzerl. Okay, die Tür. Jetzt bin ich froh, dass ich nicht oben in unserem Bad auf die Toilette gehen muss. Weil da treibt schon seit Tagen eine Spinne hier gewesen. Na gut. Sie ist klein und sie tut mir nicht wirklich was, weil sie ist meilenweit entfernt. Und solange die Spinne mir nichts tut, tue ich ihr auch nichts. Nur wenn sie zu nahe kommt und meint mir irgendwie eine bedrohliche Grimasse zu schneiden. Wow. Dann. Jetzt sage ich ja, Spinne. Dein Leben ist verwehrt. Ansonsten tue ich an der Spinne nichts, wenn ich es nicht muss. Und ja, ich gehe schon seit ein paar Tagen nicht mehr im oberen Stock. Also weder duschen, also beziehungsweise weder schnell. Danke. Weder baden noch auf die Toilette, weil wir am unteren Stock haben wir auch eine Dusche. Besser gesagt, im unteren Stock haben wir eine Dusche, im oberen Stock haben wir eine Badewanne. Aber ja, gehe ich eben duschen und unten auf die Toilette, weil ich will mich ungern anstecken mit, wisst schon, Magen-Darm-Grippe. Das wird doof. Okay, tonnenweise Zeug. In der Mitte muss ich hin. Was ist das denn? So, Retourkutsche. Danke, dass du mich runtergepresst hast. Wie so eine... ja, wie aus so einer Wurstpresse. Wurst à la Mario. Mario, die italienische Klempnerwurst. Sag mal. Komm schneller, verdammtes... Ich verarsch mich. Ja, jetzt Gunst der Stunde nutzen. Yeah. Gunst der Stunde ausgenutzt. Oh, Gunst der Stunde. Richtig krass. Nein, Gunst der Stunde verkackt. Ich lehner Typ. Nein, im Ernst, wozu sollte ich da unten diesen Hebel betätigen? Wow. Links ist der Schlüssel, ich will zuerst links lang. Gunst der Stunde! Wow. Wozu die Hebel? Das ist doch... Also, ne, ich muss in die Mitte. Lalala. Nimm doch. So.
diesen Zaufen, also Fake-Türen, aber naja, ist ja wenigstens ein bisschen realistisch, weil Flugzeug und so. Und das passt ja perfekt, weil wir jetzt auf über 12, 20 Minuten sind, über 12 Minuten vor allem. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, das heißt beim nächsten Mal klatschen wir mal wieder Donkey Kong. Das war, ja, das gleichnamige Spiel Donkey Kong. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.